Schamalama Ding Dong Leute und willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein. Wir spielen das heute in erster Linie, weil ich einfach wieder Lust habe zu reden nach zwei, dreitägiger Abstinenz. Einfach frei heraus, über was genau war mir eigentlich egal. Ich wollte einfach nur reden und wenn es einfach nur durch den Einfluss von Wolfenhain ist. Ja, ein so fleißiger Bursche bin ich. Ich stehe hier zu meinem Fehler, dass ich ziemlich faul bin. Und ja, hier ist noch ein Charakter an der Ecke. Ich habe es bei der Nachbearbeitung gesehen. Ihr habt es auch gesehen. Ich habe es auch gesehen. Und das wird wahrscheinlich der letzte NPC in diesem Dorf sein, den wir ansprechen. Die Feldarbeit ruft, Knecht. Was sitzt du hier rum? Läuft einer in seiner Trauer allein? Die Piraten haben ihm sein Teuerstes genommen. Seine Sense? Seine Braut? Einer war seit Kindestagen die Magd Kona versprochen. Einer, nicht eines. Aber seit sie von den Seeräubern gewaltsam verschleppt wurde, haben wir nichts mehr von Kona gehört. Die Magd ist jetzt bei den Piraten? Hoffentlich ist sie hässlich, dann kann ihr nicht viel passieren. Ich meine, ach, halt den Mund, du grober Klotz. Hör zu, Knecht, wenn wir deine Magd, deine Kona finden, retten wir sie. Kona, Kona. Das klang ja nicht gerade, als sei er von uns überzeugt. Sie ist verloren, das Ende, oh meiner Treu, oh mein welcher was. Ein flacher Fisch. Nasses Netz, Pfahl zum Aufhängen, wohl ein Fischerdorf. Seht, ein Fischerdorf. Pff, mit Vorsagen kann ich das auch. Gut gemacht. Nichts weiter. Gut, dann war das alles, was wir hier in diesem Dorf wahrscheinlich vorzufinden wissen, aus diesem Busch. Und deswegen suchen wir jetzt, genau das hier. Unten, wo ist nun das versprochene Schiff? Hinter diesem Blackscreen. Jungchen, hast du deine Augen im Dorf vergessen? Dort hinter dem beschriebenen Felsen schaukelt es mitten auf dem Fjord. Bin ich Ausgucksjunge oder stolzer Paladin? Fürwahr! Da ist es vorgeankert. Ach, was bin ich aufgeregt. Vielleicht wird das sogar in Minispiele ausarten. Wir kennen doch unseren Real Troll. Vor allen Dingen sehe ich da eine haiverseuchte Schneise. Auf geht's. Vielleicht gibt's ja noch irgendwas an Land. Nein, wir singen jetzt los. Hui. Also da ist ein Strudel. Da sind Haie. Wir sollen ja nach Norden, aber irgendwie bin ich gerade sehr, sehr neugierig. Mehr Haie. Haie aus dem Meer nämlich. Heißt es etwa, wir können da nicht vorbei? Was sagen denn unsere Protagonisten dazu? Schätze, das sind Schätze. Einfach alles umfahren. So. Kein Problem. So läuft das hier also. Nun gut. Der Fischzug scheitert. Diese Ironie, wo wir doch die... Sind Haie Fische? Sind sie als Fische klassifiziert? Biologie ist sehr verwirrend. Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich Angriffe, die gegen Wassermonster und Wasserkreaturen helfen. Haben wir beim letzten Mal so aufgesammelt. Hey, betäubt, sehr gut, dann können wir auf das nächste übergehen. Aufgesammelt, gelernt haben wir das. Und außerdem tropft da Gwendolin, ich meine Waldrade, etwas von den Bubis, gehört nicht zu ihr. Diese Fische sind einfach zu schwer, um sie zu ziehen. Mögen die Götter mich preisen, ich habe die Haie erschlagen. 800 Erfahrungspunkte. Heizern, Gisufschwach, Waldrade, Stufe 7. Brun entnimmt den besiegten Resten dreimal Fleisch. Das haben wir doch immer nicht verkauft, oder was auch immer sich damit machen lässt. Oh, endlich ein neues Schiff! Moment. Das Schiff ist nicht mehr zu gebrauchen. Vermutlich halten es nur noch die Klippen über Wasser. Was hat es denn geladen? Zahlen. Das war das Schiff von Graf Zahl. Salz, und das haben die Fluten schon längst aus den Fässern gespült. Naja, ich seh mich trotzdem mal um. Schiffswrack, die Fässer können noch auf dem vielfach gehorsteten... geborstenen Schiffsboden verschoben werden, allerdings nicht mehr unbegrenzt. Die Zahlen über den Fässern geben an, wie oft diese noch bewegt werden können, bis sich ihre zerschrundenen Böden im Dreck verkeilen werden. Das Schiff verlässt man über die Escape-Taste. Gutes Erkunden. Vielen lieben Dank. Vielleicht... ich wollte eigentlich nur speichern. Boop. Ich hab's doch gesagt. Am Minispiel.
Wenn wir das jetzt noch zweimal schieben, kommen wir so nicht weiter. Ergo hier dran vorbei und dieses Fass zur Seite. Hier bleibt uns keine andere Wahl. 1, 2, 3. Jetzt muss ich weit in die Zukunft denken. Wenn ich das hier noch eins weiter nach links verschiebe, kommen wir an das letzte Fass nicht mehr ran, können das dem noch nicht weiter schieben. Aber ist das so schlimm? Wenn wir das obere Fass jetzt um 2 Felder weiter verschieben würden, dann hätten wir ein Problem. Okay, wir müssen es um 2 Felder weiter schieben, damit wir dann auf die Art und Weise rein die Kiste kommen. Missgünstige Fässer? Wo gibt's denn so etwas? Sie hassen uns! Bob? 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 Gisuf erhält 200. Die Kiste enthält 2 starke Heiltränke und einen Magietrank. Die kann man sehr gut gebrauchen. Naja, war jetzt nicht der größte Schatz der Welt. Aber es war irgendwas und es hat uns ja nicht wirklich was gekostet. Besser nochmal speichern. Strudel-Minispiel! Ah, da ist... Ist das ein Seemann? Seaman! Das war einfach nur so for fun. Warum eigentlich nicht? Sieht nicht passierbar aus. Es sei denn... Was sind das für widernatürliche Laute, die aus der lichtfernen Tiefe empordringen? Du musst es ja unbedingt fragen. Doch, das hat er genauso gesagt, wie ich es gerade vorgelesen habe. Du musstest es ja unbedingt fragen, Jungchen. Haltet eure Pokebälle bereit. Kann man helfen? Ist es das klassische Tier, dem man den Dorn aus der Pfote ziehen muss und dann wird es handzahm? Holt die Riesenpinzetten raus. Schmecke die Reinheit des Lichts, abscheulicher Fisch der Finsternis. Sieht jemand seinen Schwanz? So eine Trophäe wirkt auf Neid wie auf, wie ein Schwamm wirkt das ja wohl, also. Na, nun bin ich gespannt, wie wir den Kleinen bekommen. Da brauche ich dringend eine Analyse. Doch zuerst, Diebstahl! Wow. Gisuf entdeckt nichts am Hauptkörper, das Wertsachen bergen könnte. Am Hauptkörper, ja? Oh. Ein Loch, noch ein Loch, das Kinn. Er hat also schon mal kein Glaskinn. Vielleicht aber doch, wir werden es ja gleich analysieren. Slap the Blasloch. Gisuf stiehlt einen Wassereimer. Da steckt ein ganzer Eimer drin, deswegen konnte er uns die ganze Zeit mit Wasser überschütten. Aber wo ist das Männchen, das genau das tat? Den Kobold hole ich mir aus dem anderen Loch. So, lass uns mal in die Tiefen dieses Nasenloches gucken. Blasloch 1, Stufe 9, 57 HP? Das ist eine Menge. Stärke, Wucht, Luft, Schwäche, Klinge und Feuer. Klinge und Feuer, das kommt überraschend. Ja gut, wenn die Nase brennt, ist das sehr, sehr unangenehm. Gut, dann Klinge und Feuer. Das heißt, wir können damit beide Nasenlöcher treffen. Good. Noch ein Wassereimer. Jetzt kann er uns nicht mehr überschütten. Natürlich kann er das. Soldat, nimm dich mal zurück und schlucke meine Lohenleid, was doch nur auf einen geht. Na gut. Der braucht wohl doch nichts von Ratiofarm nach diesem Angriff. Aber wir können die Nasenlöcher blenden. Na klar, wie willst du dich denn noch aufs Zielen konzentrieren, wenn deine Nase brennt? Mhm, ergibt alles Sinn. Warzendreck! Friss Schneckenschleim! Ich glaube, wir sind hier etwas zu früh. Nur so ein Gedanke. Gut, damit haben wir schon mal eine Nase verstopft. Gleich holt er ein riesiges Nasenspray raus. Was? Das kann er.
seit wann? Ist das die Waffe? Beantworte das nicht. Ich deale einfach damit. Törö, Mistkerl! Ich glaube, das mochte er nicht. Ich glaube, jetzt kommt's noch viel härter. Go, Eule! Ach, mein Helfer ist doch bereits tot! Fetzendreck! Und was für einer! Okay. Könnte es vielleicht möglich sein, dass wenn eine bestimmte Waffe gegen einen Gegner effektiv ist, dass er nicht einmal ausgeführt wird, sondern drei? Seit wann ist das denn so? Es fiel mir noch nie auf. Vielleicht haben wir aber auch noch nie eine effektive Waffe gegen einen Gegner benutzt. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Ist aber interessant, dass das jetzt hier so gemacht wird. Es ist immer noch die gleiche Version, ich habe nichts nachgepatcht. Komm, ich will den Dick heute analysieren, deswegen habe ich die Eule zurückgeholt. Ich glaube nicht, dass wir diesen Kampf überleben werden, deswegen analysiere ich ihn jetzt. In all meiner Panik, falls wir ihn in der Zukunft mal wieder bekämpfen werden. Noch 1636 und ich übersteuere. HP hat er noch. Klinge und Feuer ist nach wie vor seine Schwäche. Dann hat das doch nichts mit den Waffen zu tun. Ich habe ihn nämlich gerade stumpf angegriffen und das dreimal. Dann ist es irgendwas anderes. Ein Ausrüstungsstück, eine Fähigkeit. Irgendwas wird es schon sein. Oh! Ich habe ihn, glaube ich, verstummen lassen. Das sollte uns vor dem Pfeilhagel retten. Nicht zu schaffen. Das ist nicht zu schaffen. Nee, nicht mit unseren HP. Gut. Ich habe euch das ja ganz handlich zusammengeschnitten. Wenn wir die Südroute halt ein anderes Mal gehen. Dieses kleine Abenteuerchen haben wir ja bereits erledigt. Oh, da ist noch ein Seaman oben links. Den habe ich komplett übersehen. Okay. Okidoki. Schickt uns in irgendeine beliebige Richtung. Dann kümmern wir uns heute halt mehr um die Piraten. Ein Seemonster und eine Insel. Ach, es gibt so viel zu entdecken. Vielleicht kümmern wir uns heute auch noch nicht um die Piraten. Wir werden sehen. Das Eigners Liebstes öffnet den Weg. Der Eigner. Nein. Ich brauche keinen Hinweis. Nur der Kundige wird belohnt. Das heißt wieder durchfragen. Die wir retten müssen. Och, wie hieß die? Wie hieß denn die junge Frau? Körnig. Sie ist sehr körnig. Eine sehr körnige Frau. Eine Frau, die mal wieder duschen sollte. Ich gehe nochmal nachfragen. Kunja, ach Kunja. Ich sag ihren Namen einfach nur so. Falls das das Rätsels Lösung ist. Der Eigner. Ist ein Eigner nicht irgendwie so eine Art von Bürgermeister? Weil es danach klingt, als ob ihm irgendwas gehört. Seine Liebste. Alsuna. Jetzt habe ich es nicht vorgelesen. Es tut mir leid. Stoffwandel wieder zur langen. Das ist sogar eine Quest. Entschuldigt. Okay, also ihr könnt etwas Geschmacksvolles weben, als dieses komische Ding, das sie trägt. Hey, ich liebe dieses Kleid. Hallo, es ist blau und schlau und. Dann webe ich euch eben nichts Mutiges und etwas Nötiges. Abgemacht. Abgemacht. Was stimmt mit meinem Kleid nicht? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall haben wir gerade versehentlich eine Sidequest angenommen. Also, die eine heißt also. Ich frag nochmal. So, rote Wolle von den Piraten zurückbringen, der lieben Alsuna. Dann bekommt sie ein neues Kleidchen und die andere Person heißt Kuna. Sagen wir mal, erst einmal Kuna, die wir retten müssen. Nur der Kundige wird belohnt. Gut, dann versuchen wir es mal mit Alsuna. Vielleicht sind wir der richtigen Person aber auch noch. Blablabla. Vielleicht sind wir der richtigen Person aber auch noch nicht begegnet. Nein, die heißt nicht Alsa. Und auch nicht Elsa. Alsuna. Auch nicht. Ja, dann
kehren wir irgendwann zurück zu dem lieben, lieben Rätselkopf. Durch die Haie? Ich will nicht schon wieder gegen Haie kämpfen. Okay, wir kämpfen gegen Haie. Wusstet ihr, dass es ein Seegebiet gibt, das Haifischklippen heißt? Warum erzählst du das gerade jetzt? Weil wir da sind. Surprise! Enter. Enter the Haifischklippen. Warum steht da... Egal. Achso, solange wir uns auf dem Schiff befinden, sollte nichts passieren. Sprich mich nicht an. Lass mich einfach nur hier stehen und sterben. Du meinst, das sei schon Seegang? Dann wart ab, wenn sich die Wogen so hochtürmen, dass dein Essen im Magenpurzelbäume schlägt. Das ist der Seegang. Das ist der Seegang. Lässt sich echt schwer lesen auf diesem Untergrund, diesem Wasseruntergrund quasi. Stolzes Segel am stolzen Mast. Die Fahren ist eng, Erwählter. Wenn ein Langschiff der Piraten hindurchpasst, dann dieser kleine Küstensegler erst recht. Zumal er ja schon mal von dieser Richtung herkam. Gib trotzdem Acht, hier scheint schon so manches Schiff zerschellt zu sein. So, bist du plötzlich Gewässerexperte geworden, Brunn? Ich sehe nur das Treibgut und denke mir meinen Teil. Treibgut? Ah, Beute. Kann aber auch nur an eines denken. Moment mal, können wir das aufpicken? Entersmashen? Das funktioniert ja! So was Einfaches und doch so elegant und so natürlich und so, das fühlt sich gut an. Unsere Bootwand hat Besuch bekommen. Angeln wir ein bisschen, ein paar Erfahrungspunkte schaden nicht. Solange es nur einer ist. Mir ist gerade Wolfenhain abgestürzt. Beziehungsweise es schickt mich ins Hauptmenü zurück. Ist das ein Failsafe? Ich versuch's nochmal. Oder wir lassen ihn ziehen. Besser, wir lassen ihn ziehen. Was brauchen wir? Eine Steven-Figur? Steffen-Figur? Um das Gezücht der dunklen Tiefen zu schrecken. Ja, doch der Gülte nur uns schirmt. Ja, so langsam hab ich's. Halt doch mal die Fräse. Hier, Brunn, halt mal die Fräse. Bob, Magietrank. Genau das, was wir brauchen. Gibt's ja noch mehr? Gleich kommt der Hai, aber diesmal werden wir ihn ignorieren. Denn sonst werden wir wieder in das Hauptmenü geschickt. Unser Bord wird bis... Ach, lass ihn ziehen. Der wohnt hier doch nur. Meins und meins. Ich find das cool! Kann es sowas bitte öfter geben? Ich meine allgemein in RPG-Maker spielen. Was ist das, dass das Interesse der Meeresräuber an diesem Boot weckt? Was wohl? Wir? Machen wir etwas Beute. What should I do? Das ist jetzt sehr unglücklich. Ich werde es am besten so machen, das wird die Episode leider sehr, sehr kürzen. Außer ich pack's dann dran. Pass auf, ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich ziehe mir die aktuellste Version von Wolfenhain. Und dann geht's direkt hier weiter. Bis gleich. So, und damit sind wir ganz offiziell bei Wolfenhain Version 2. Wir konnten Wolfenhain 1 leider nicht durchspielen. Hier kommt Wolfenhain 2. Sollte dieser Spielstand sein? Und wir sind genau hier, wo wir sein sollten. Gut, dann versuchen wir es halt nochmals. So, versuchen wir mal, dem ersten Hai zu begegnen. Es funktioniert! Die neue Version hat's gefixt. So, der Fisch ist besiegt, aber klauen konnten wir noch immer nichts. 400 Erfahrungspunkte sind halt echt eine Menge. Wie gesagt, sollten wir halt mitnehmen. Huh, da war unser Segel kurz weg. Hier geblieben. Es treibt einiges zwischen diesen Klippen. Und da hinten treiben es einige zwischen den Klippen. Sprich mich nicht an. Ich muss immer noch ziemlich kotzen. So. Schauen wir, ob auch diese beiden Fische kooperieren werden.
Was ist das, das Interesse? Was wollen wir jetzt? Machen wir uns auf den Weg in die tiefen Gewässer. Ah, einen Heizahn habe ich ihm aus dem Maul gerissen. Törö! Der Sieg ist unser. Heizahn gefunden. Bund nimmt Fett. Wir ziehen über das Siegel ein. So, was gibt es sonst noch so zu entdecken? Irgendwas wird es hier zu entdecken geben. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Denn wir haben gespeichert. Was? Ich hätte meine Fettmassen nicht so sehr nach Backbord und Steuerbord werfen sollen. Hast du geträumt, Paladin? Wieso hast du uns nicht vor der Klippe gewarnt? Es war nichts zu sehen. Manche von den Dingern lauern voller Tücke knapp unter der Wasseroberfläche. Ein Wassereinbruch. Das heißt, leck du Küken. Wenn wir schon sterben, dann aber auch nach dem Lagenscheid. Langenscheid. Gott, damit Lagenscheid, was hast du getan? Go, go, go. Nein, wa wie Wasser. Brun hat recht, wir müssen es abdichten. Ich werf mich einfach tollkühn darüber. Wenn es nicht bald gestopft wird, surft das Boot ab. Vielleicht werden wir eine Hexe reinstopfen. Schnell, reiß was von deinem Kleid ab, damit wir es ins Leck stopfen können. Hey, wie soll ich meine Kleidung in Fetzen reißen? Nimm doch deinen stinkenden Mantel. Du bekommst sowieso ein neues. Mein Mantel? Du bist wohl von Sinnen. Mein Kleid kommt auch nicht in Frage. Denk nicht einmal daran, mein Ordensgewand ist mir heilig. Tja, in dem Fall also weiter mit Panik. Wah! Wah! Natürlich. Bloß in Ruhe lassen. Ich kann mir schon denken, worauf ihr Burschen wartet. Ja, ich habe eure Gedanken gelesen. Ich befürchte, wir müssen das Boot auseinandernehmen. Aber es passiert doch nichts. Können wir nicht einfach weiterfahren? Ja, das ist schön. Ja, ja, ja. Du bist wirklich eine ganz große Hilfe, Jungchen. Na schön. Mastspitze nehmen. Der Mast ist glitschig. Die Kletterei wird nicht leicht. Oben, unten, links, rechts. Ist das nicht der Konami-Code? Ach so, ich dachte, wir sollen... Ja. Nur die Spitze. Nur die Spitze. Alles okay. Gut, gut. Ich dachte jetzt so, irgendwie den gesamten Mast abnehmen und so kopfüber rein, weil dann ist ja auch die Mastspitze drin. Oder das Segel nehmen, aber gut, nur die Spitze. Na gut, na gut. Ein bisschen weit hergeholt, vor allen Dingen wegen der Entfernung, aber gut, gut, gut. Na bitte, und weiter geht die lustige Fahrt. Jetzt guckt nicht so, als ob das alles meine Schuld wäre. Das Feuer ist schuld. Das Riff. Ah. Hier auf offener See, da fühlt sich ein echter Seemann doch wie ein echter Seemann. Denn an Land ist er kein Seemann. Ja. Die Haie scheinen seit unserem Lecken noch erwartungsfroher, das Boot zu umschwimmen. Das ist... Meins. Kräutersud. Moment, da ist noch mehr. Lebenswasser. Noch mehr? Nein. Kannst du noch gut gebrauchen, oder? Es wird wirklich Zeit, dass wir ankommen. Bevor ich gleich noch schlanker werde. Habe ich es nicht gesagt? Schnappen wir sie uns. Eine leichte Beute für uns. Solange wir MP haben. Das war knapp. Denn Gisulf hat aus allen Poren geblutet. Doch der Kräutersud, den wir fanden, konnte das beheben. Brun entnimmt Sehnen. Ich seh schon. Ich meine, seh schon. Ja, ja, ja. Die sind immer noch hinter uns. Ja, ja, ja. Die Haie scheinen seit... Ja, ist mir bekannt. Kann es sein, dass es immer mehr Klippen werden? Ich gehe besser mal zum Ruder. Was hinten ist? Verdammt, davon wird's wirklich eng. Enter the Minigame. Klippen, ahoi. Gleich wimmelt die Fahrende von spitzem Gestein. Weiche mit den Pfeiltasten oben unten aus und das am besten möglichst oft und zielgenau. Au! Das gibt Erfahrungspunkte Abzug. Verdammt! Ich war der Meinung, ich wäre ein Profi.
ein Profi im in Klippen reinrasen. Hm. Lenk mich nicht ab, Riesen-Oktopus. Ist manchmal nicht so einfach zu steuern, weil ist der RPG-Maker. Bye, Seaman! Oh, oh. Hä, hu. Hä, hä. Aber ich hab's langsam raus. Hä, sagte er. Und? 3-1. Hä, hä. Genau, ich hab's doch gesagt. Das habe ich jetzt natürlich nur gemacht, um es zu demonstrieren. Huh. Mensch, also diese ganzen Minispiele, ne, die sind ja schon ziemlich lästig. Kann das Spiel uns nicht einfach von A nach B schicken, ohne dass irgendwas passiert, wie in jedem vernünftigen RPG-Maker-Spiel? Oh, ich hasse es, etwas zu tun zu bekommen und Spaß zu haben. Wir sind durch. Und zwar richtig durch. Huh. Wir sind noch am Leben. Aber das haben wir weniger deinen Fahrkünsten als dem Können des Bootsbaus zu verdanken. Die Helden erhalten 100 Erfahrungspunkte. Und das war nur das kleine Stückchen hier. Besser mal speichern. Und... Wieder an Bord gehen. Ich vermisse die See bereits jetzt. Piraten. Wollen wir die vielleicht auf die nächste Episode verschieben? Ich würde sagen, wir verschieben sie auf die... Nächste Episode. Die liebliche Aue lädt zu einer kleinen, ausgesprochen erholsamen Rast ein. Trotzdem sind wir nicht geheilt. Lügenspiel! Lügenspiel! Gut, dann hoffe ich, dass euch diese Episode gefallen hat. Wenn ja, schaut doch in die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos, denn dann habt ihr immer was zu tun. Außer ihr habt schon alles geguckt. Aber das glaube ich nicht. Vielleicht habt ihr die Videos noch nicht gesehen, die ihr nicht gucken sollt, weil die immer noch mega peinlich sind. Weil ich dort ein ziemlich schlechtes Mikrofon benutzt habe. Es waren Jugendsünden-Mikrofone, okay? Bis zum nächsten Mal. Gisulf entdeckt ein kleines Wildtier, das sich ins hohe Gras schmiegt. Wer soll versuchen, es zu erlegen? Brun hatte doch die Jägerfähigkeit. Beute gemacht. Brun sackt einmal Fleisch ein. Gut, jetzt beende ich es aber wirklich, bevor noch weitere random Ereignisse den Tag verschönern. Also,